es eine Verschwörung gibt im Hintergrund und die zieht nun mal die Fäden und die sorgt dafür, dass es schlecht läuft. Und die AfD ist nun mal die Partei, die ihnen verspricht, gegen die Verschwörung zu kämpfen. Und denen sind die politischen Positionen der AfD einfach deshalb ziemlich egal, weil die machen gar nicht die Verbindung, dass beispielsweise, indem man die gesetzliche Rente erhöht, dass dann ihre Rente höher ist. Sondern die gehen davon aus, nein, nein, die AfD besiegt diejenigen, die Deutschland von außen kontrollieren. Und indem das dann passiert ist, wird es mir einfach besser gehen. Woher und das ist du, auch das, was Sarah Wagenknecht denkt. Entschuldigung, wie kommst du drauf, dass das so ist? Das ist das Ergebnis von Forschung und auch, ich sag mal, das kannst du auch rational erschließen. Hast du diese Forschungsergebnisse schon seit dem Mittelalter, seit der Antike? Hast du in Bezug auf die Ernte schlecht war, dann war eine Hexe im Dorf. Moment, bitte. Und dann muss halt die Hexe gefunden werden. Und das ist leider so. Das wirst du auch herausfinden können, wenn du mit manchen in deinem Stream sprichst oder wenn du demnächst mit irgendwelchen anderen rechtsextremen Spinnern sprechen solltest, die ein bisschen größere oder eher so kleinere Berühmtheiten sind in der Gruppe. Ist es nicht so, denken genau das Gleiche. Hat jetzt Sarah nicht mit Boris von Morgenstern geredet? Ja, ist eigentlich Sarah der jetzt mit den Rechten geredet hat? Ja, und da ist jetzt wollte eigentlich Boris von Morgenstern darum wollte Boris von Morgenstern in seinem Talk erklären, dass wenn man Regierungsgebäude stürmt und die Regierung unter Androhung eines Revolutionstribunals außer Landes jagt und dabei teils militärische Gewalt einsetzt, wie das in der Ukraine auf dem Maidan passiert ist, das ist eine demokratische Revolution. Also wer ist jetzt der Schwurblaut Antidemokrat? Also Dara hat sich da ziemlich gut selbst debunkt. Ja. Dara, wenn die du... gehen davon aus. Ich meine, Dara hat in diesem Talk genau das gemacht, was er Proletopia oder was viele aus der Bubble Proletopia vorgeworfen haben. Ja, er macht Werbung für die Rechten dadurch, dass er mit ihnen redet und ihre Argumente nicht richtig widerlegt. Ja, Dara hat Werbung für die Rechten gemacht, indem er sich komplett zum Idioten gemacht hat. Dadurch, dass er halt nicht argumentieren kann. Dadurch, dass er halt keine Ahnung von gar nichts zu haben scheint oder seine woke Ideologie eben den Blick auf die Realität versperrt, wie es halt, was jetzt auch immer der Fall sein mag. Ja. Da gibt es eben diese globalistische Verschwörung, die sorgt dafür, dass hier die Sachen durcheinander geraten und deshalb muss man die besiegen. Es gibt solche. Nur mal zur Info, der Globalismus ist ein Begriff, der unter anderem vom Soziologen Ulrich Beck geprägt wurde und der meint sowas wie eine Ideologie, die alles auf globale Institutionen, auf einen global agierenden Markt, also auf einen global agierenden Markt setzt, die hin zu einer globalen Kultur orientiert ist. Also Globalismus ist sozusagen das neoliberale, dieses neoliberale Programm, was in der westlichen Welt seit 40 Jahren dominant ist. Das kann man im Großen und Ganzen als Globalismus bezeichnen. Und kulturell gehört da halt der Wokismus natürlich dazu. Dieser Wokismus ist zwar ziemlich tribalistisch, aber durch diese gut-böse Dichotomie und also so eine tribalistische Ideologie, die so einen Allmachtsanspruch hat wie der Wokismus, die wird auch sehr schnell totalitär und der ist halt Teil dieses globalistischen Programms und das ist einfach Soziologie. Also der Globalismus ist einfach ein Begriff aus der Soziologie. Was Dara da jetzt hier aufmacht, das ist einfach, wie gesagt, ich will jetzt nichts Despektierliches sagen, aber das dient einfach dazu, den Diskurs zu zerstören. Das dient dazu, jeden, der das Wort Globalismus verwendet, zu canceln. Die gehen nicht. Oder würdest du das anders sehen? Nee. Weißt du, den kannst du nicht kommen irgendwie mit, ja, lass mal die Unternehmen demokratisieren oder sowas, und weil du, die genau Demokratie für alles verantwortlich machen. Moment mal. Was? Du mal schief läuft. Du glaubst, dass 30%, die die AfD wählen würden, so drauf sind? Ja, leider in Krisenzeiten geht verschwörerisches Denken ziemlich ab. Oh Bruder, ich denke mal, als du ist als eine Verschwörungstheorie, jemand, der beispielsweise sich auch ganz gerne mit Ken Jebsen oder einem Ernst Wolf beschäftigt, sollte damit. Also Ken Jebsen und Ernst Wolf sind zwei linke Journalisten. Ernst Wolf war übrigens einer der wenigen, der die Zinserhöhung der EZB kritisiert hat. Also was all die Wokisten nie thematisiert haben und was bei vielen Keynesianern in Deutschland tatsächlich kritisiert wurde, das hat Ernst Wolf auch schon von Anfang an kritisiert. Also deswegen, also das wurde auch in den Alternativmedien viel zu wenig gemacht. Auf den Nachdenkseiten kam ein kritischer Artikel, aber sonst fast nichts. Ernst Wolf war wirklich einer der wenigen, der da gesagt hat, nein, die EZB ruiniert damit die Wirtschaft, die schädigt damit den Mittelstand. Also was soll man dazu sagen? Von so Leuten wie Dara bekommt man, wenn man die Zinserhöhung kritisiert, keine Rückendeckung. Twitter haben einige Vollidioten sogar noch versucht,
mir Verschwörungstheorien zu unterstellen, weil ich die Zinserhöhung der EZB kritisiert habe. Also wirklich völlig irre. Also von den Walkisten, da bekommt man nur Gegenwind, selbst wenn man einfachste ökonomische Zusammenhänge beschreibt, nämlich die Zinserhöhung würgen die Wirtschaft ab. Das sollen sie ja. Sie sollen ja dadurch, also brauche ich jetzt gar nicht auch im Detail drauf eingehen, habe ich auf meinem Erstkanal schon so viele Videos zu gemacht, schaut da gerne mal vorbei. Also was für ein Irrsinn es ist, durch Zinserhöhung gerade unsere Wirtschaft kaputt zu schlagen. Aber ja, von so Leuten wie Ernst Wolf, die sprechen sich halt für vernünftige Politik aus. Und so Leute wie Dara, die zeichnen alles, was nach jeden ernst gemeinten ökonomischen Vorschlag, jede Analyse einer Situation als Verschwörungstheorie. Also mit wem soll man dann wohl reden? Auf wen soll man da wohl positiver oder negativer reagieren? Ist jetzt ganz egal, was ein Ernst Wolf noch so gemacht haben wird. Also der hat beispielsweise ein Buch über den IWF geschrieben. Habe ich noch nicht gelesen. Also der hat auch sich mit dem WEF beschäftigt. Weiß ich nicht, was der da so sagt. Habe ich mir viel zu wenig von angesehen. Also keine ja, Ahnung. Ja, der hat da so ein... der hat so ein Buch geschrieben über... Da habe ich, das war noch in der Anfangszeit mit Dara, wollte Ernst Wolf als Verschwörungstheoretiker so brandmarken quasi. Der hatte ja da so ein Buch geschrieben. Oh, was war denn das? Das war so ein Kinderbuch, glaube ich. Tatsächlich. Ah. Und da wollte der anhand dieses Buches irgendwie dem Ernst Wolf da so dieses verschwörungstheoretische Denken so irgendwie ankreiden quasi. Fand ich witzig. Ja. Komme jetzt aber gerade nicht auf den Namen des Buchs. Das war ja ganz am Anfang noch, wo ich angefangen habe, mich mit ihm zu beschäftigen. Ja, wie gesagt, ich habe mir auch zu wenig von dem angesehen, aber dass der jetzt hier von Dara schon wieder als der große Gegner aufgebaut wird, zeigt, dass er ja etwas gegen Linke hat. Also Ernst Wolf, die Position, die ich mitbekommen habe, die waren links. Wikipedia ordnet den so und so ein. Also Wikipedia, schaut euch die Dokumentation Zensur, die Manipulation der Wikipedia und die dunkle Seite der Wikipedia von Markus Fiedler an. Vielleicht kannst du nochmal im Chat verlinken. Also. Aber ich hätte mal eine Frage an dich. Was du von dem Begriff Kulturmarxismus hältst. Findest du nicht, dass das ein politisches Schlagwort der Alt-Right-Bewegung ist? Also eher von Rechten benutzt wird, um Leute als Neomarxisten abzutun? Das haben sie ja früher auch schon gemacht, die Rechten, jeden als Kommunisten zu bezeichnen. Bitte? Das Wort ergibt keinen Sinn. Das Wort ergibt keinen Sinn. Gibt doch keinen Sinn, oder? Nee, also Marxismus geht ja aufs Ökonomische und dann irgend so was, also Frankfurter Schule ist damit vor allem gemeint, auch mit der habe ich mich zu wenig auseinandergesetzt. Da jetzt zu sagen, okay, die konzentrieren sich jetzt aufs Kulturelle und alles, was irgendwie damit entfernt zu tun hat, das ist jetzt Kulturmarxismus. Und da steckt dann diese und es diese ist für mich Idee einfach ein, und ja. Es ist einfach für mich ein rechter Kampfbegriff mittlerweile. Ja, einfach. Natürlich. Das Wort ergibt einfach auch hinten und vorne keinen Sinn. Und wie gesagt, das haben die Rechten ja damals auch schon gemacht und jeden als Kommunisten irgendwie bezeichnet, unter anderem in der Reagan-Ära oder auch vorher schon. Da war jeder Kommunist plötzlich. Komischerweise macht das die Wokies jetzt auch genauso und bezeichnen jeden als Nazi und die Rechten machen es so und bezeichnen jeden als Wokie oder als Kommunisten. Also das hat sich da in der Hinsicht, in diesen Kampfbegriffen hat sich nicht wirklich was verändert, muss man sagen. Finde ich. Also es gibt zumindest sehr Parallelen. Ich habe jetzt auch dieses Buch von Adorno gelesen. Wie war das? Das Buch des neuen Rechts... wie war denn das? Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Und auch da sind doch einige Parallelen von damals zu heute gut erkennbar, muss man ehrlicherweise sagen. Und nein, das heißt nicht, dass ich jeden Rechten als Nazi bezeichne. Das will ich damit nicht sagen. Aber es gibt schon diese Parallelen. Das ist sehr interessant eigentlich zu lesen, sage ich mal. Mhm. Ja, wollte ich mal sagen. Wie gesagt, ich habe mich mit der Frankfurter Schule auch zu wenig beschäftigt und weiß gar nicht, inwieweit die eine Relevanz für heutige woke Theorien hat. Also es gibt ja da wirklich einige wirre Sachen. Es gibt schon einige Bücher, aber es gibt, finde ich, dennoch von links wenig Kritik gegenüber den Woken. Das übernehmen leider auch die Rechten zuhauf und ich glaube, das muss man denen aber mal so ein bisschen abnehmen, finde ich. Das ändern wir ja gerade. Erfahrung haben. Oioioi, naja, schau mal, ich sag's mal so. Was glaubst du denn, was Leute zum Beispiel in den USA zu kurz, Trump treiben? Warte kurz. Es gibt hier bei mir in der Community Menschen, die früher bei der AfD waren, die waren Mitglieder von der AfD
Und durch diesen Stream sind sie aus der AfD rausgekommen. Sie sind jetzt nicht mehr bei der AfD, sondern sind weiter nach links gegangen. Ja? Es gibt solche Menschen. Und ich habe mit diesen Menschen geredet. Und ich rede, der Unterschied zwischen mir und dir ist, du bannst alle Rechten raus. Ich rede actually hier mit den Rechten. Ja? Ich führe Gespräche mit ihnen. Sie kommen manchmal in den Chat, sie kommen auf den Discord-Server. Man redet mit ihnen, man diskutiert mit ihnen. Und da stellt es sich heraus, dass die eigentlich in Wirklichkeit davon überzeugt sind, dass sie sich die nächsten Jahre ihre Grundbedürfnisse nicht decken werden können, finanziell. Und sie denken, dass die große Rettung davon die AfD ist. Also, dass die AfD die große Rettung ist in diesem Punkt. Und ich bin hier und lasse sie... Ja, weil sie, die AfD verspricht, die Verschwörung zu besiegen. Sarah Wagenknecht übrigens auch. Welcher Verschwörung spricht die AfD eigentlich? Hat Dara mal eine genannt? Ja, das ist ja das Ding, ne? Er behauptet immer viel, aber belegen kann er es halt nicht irgendwie. Ja, das ist ja generell so. Wie gesagt, das war auch bei KuchenTV so. Ja, Dara, sag doch mal, warum bin ich denn konservativ? Und dann saugt er sich halt irgendwas aus den Fingern oder versucht irgendwie drumherum zu reden, anstatt mal wirklich konkrete Zitate oder so anzuführen. Aber das kommt halt dann nie. Ja, zumal Sarah Wagenknecht, die verbreitet ja angeblich auch irgendwelche Verschwörungstheorien und verspricht, eine Verschwörung zu besiegen. Welche denn? Dara kann keine nennen. Also ich hatte es ihm ja in unserem Talk gefragt. Er kann keine nennen. Er denkt sich das einfach aus, weil er es glaubt, für seine politische Agitation verwenden zu können. Mehr ist das nicht. Das ist dieser ganze Zauber hinter Daras Argumentation. Vor allem, es ist, wie sollst du etwas, was frei erfunden ist, widerlegen? Also du kannst ja eigentlich nur Dara fragen, woher hast du das? Du kannst ja nicht sagen, okay, die haben mir definitiv gesagt, es ist nicht so, weil sowas nie im Raum stand. Also ja, es sind einfach Lügen. Die dienen dazu, um eben diese Leute zu diskreditieren. Dara hat ja auch nicht ohne Grund gesagt, Sarah Wagenknecht, die findet er so unglaublich schlimm. Dann würde er Christian Lindner als sie unterstützen, was auch mal wieder sehr schön zeigt, wie wenig Probleme die Walkies eigentlich mit Neoliberalismus haben. Ja. Nein. Moment. Ich sitze dann hier. Doch, das sehen wir in diesen Menschen. Bitte, warte. Ich sitze hier und ich rede mit diesen Leuten. Und diese Leute sind nicht so, wie du sagst. Das ist eine Tatsache, Dara. Das stimmt nicht. Ich weiß nicht, wo du dir das eingefangen hast, dass du so über diese Menschen denkst. Circa 7 Jahre politischen Aktivismus, Erwin. Jo, aber dann hast du in diesem politischen Aktivismus nicht mit diesen Menschen geredet. Und gerade in einer Zeit mit Pandemie und Ukraine-Krieg. Ja. Nee, ich habe mit sehr vielen Menschen geredet und das ist permanent auch Thema in meinem Stream. Und wir befassen uns mit auch diversen Leuten aus der rechten Szene. Und dieses Muster kommt nun mal immer wieder auf. Warum hört man da nie, wenn sie sich mit denen beschäftigen, angeblich? Ne? Ich habe noch nie irgendwie einen Dara in einem Stream über einen Schlomo oder so reden hören. Zum Beispiel. Oder einen Martin Sellner oder was auch immer. Oder wen auch immer. Also wann, wo beschäftigen die sich mit Rechten? So privat oder wie? Ja toll, das bringt's auch. Ja, keine Ahnung. Ja.